Hallo. Ich hatte heute einen ganz entzückenden Abend. Wir haben es jetzt kurz vor 22 Uhr am Sonntag. Ich war seit 19 Uhr in einer Tapas- und Weinbar und habe dort über einen 2,5-stündigen Zeitraum 2 Gläser Wein getrunken. Und dabei gelesen. Ich hatte 2 Bücher dabei und habe immer nach jedem Kapitel das Buch gewechselt. Und hatte echt eine schöne Zeit, weil anders als zum Beispiel bei Tee oder Kaffee trinke ich recht zügig, weil es halt sonst kalt wird. Und obwohl ich hier so ein Ding, so einen elektronischen Tassenwärmer habe, weil ich habe meine Trinkzeit auf ja, fast 20 Minuten erhöht, weil es eben länger heiß bleibt, saß ich an so einem Glas Wein schon etwas mehr als eine Stunde. Und das war einfach richtig schön, weil es hat ja auch noch eine berauschende Wirkung, muss man halt dazu sagen. Und auch das Ambiente dieser Tapas-Bar nahe der Osterstraße war einfach sehr nett. Das Wetter war wunderschön, ich saß draußen und ich habe echt wahnsinnig viel gelesen. Tue ich aktuell sowieso sehr viel. Und wenn ich extra dafür irgendwo hingehe, zum Beispiel war ich heute, dazu komme ich später noch, wenn ich über das vergangene Wochenende berichte, einfach auch mehrmals draußen und bin einfach in den Park gefahren und habe mich dann dahingesetzt. Heute war ich einmal morgens im Volkspark, dann war ich einmal in der Nähe vom, na, wie heißt das da? Kommt mir gerade nicht in den Sinn. Dann ist hier in Stellingen so ein neu eröffneter Deckelpark und dann eben jetzt, wie gesagt, in der Tapas-Bar. Und das habe ich heute insbesondere ganz besonders viel gemacht, weil ich bei IPA immer mal wieder reinschauen wollte, aber auch nicht da sein wollte, weil wir hatten übers Wochenende von extern organisiert so ein Camp, das hier stattfand und die Akademie wurde dafür genutzt. Und da waren dann, ich würde sagen, so circa 15 fremde Menschen in meiner Akademie. Einige davon auch über Nacht, aber insbesondere alle von morgens bis abends. Es war halt ein ganztägiges, zweitägiges Camp. Und ja, ist ja jetzt eigentlich nicht so mein Stil. Und hatte auch definitiv mir die eine oder andere Herausforderung geboten. Und mit denen bin ich ganz gut umgegangen, wie ich finde, und über die würde ich gerne reflektieren. Das Ganze wurde organisiert von einem langjährigen Bekannten, den kenne ich schon seit fast 10 Jahren. Wir haben früher zusammen bei Nexus trainiert, haben auch so eine legendäre Wettkampfstory zusammen erlebt, wo wir nachts noch irgendwie, als wir noch 600 Kilometer vor uns hatten, auf der Autobahn ist das Benzin leer gegangen und das war echt legendary. Naja, deswegen ich, auch wenn wir uns jetzt 6 Jahre lang nicht gesehen hatten und dann jetzt erst kürzlich wieder getroffen hatten und jetzt trainiert er halt seitdem bei uns, hier bei IPA, als er mich fragte, war ich halt geneigt dazu zu sagen ja, obwohl es mir eigentlich nicht so in den Kram passt. Weil, ja, ich bin einfach sehr eigen, wenn es um Menschen geht und ist ja auch nicht zuletzt ein Grund, warum ich zum Beispiel bei IPA so ganz besonders ein Auge darauf habe, wer hier halt ja Teil dieser Akademie und Teil dieses Teams werden darf. Und ja, bei so einem Camp, das dann halt von extern organisiert wird und jetzt, wie gesagt, so circa 15 Personen, alle fremd dann dabei waren, das war dann halt irgendwie so, ja, wenn ich hier Leute, sag ich mal, im Rahmen unseres Onboarding-Prozesses, den ich natürlich, wenn ein Mitglied neu ist, ganz besonders am Anfang intensiv betreibe und dann so über die Zeit immer so ein bisschen milder werden lasse, da bringe ich denen halt gewisse Dinge bei. Oder was heißt beibringen? Aber ich lebe halt gewisse Dinge vor und ich kommuniziere gewisse Dinge und die lassen dann halt relativ schnell klar werden, wie das hier zu laufen hat.
Und dazu gehören halt Umgangsformen, Höflichkeitsregeln, aber auch so Tugenden wie Pünktlichkeit oder auch Ordnung oder auch natürlich eine gewisse Achtsamkeit oder auch was den Umgang hier von unserem, ja, von unserer Betriebs- und Geschäftsausstattung angeht und Sauberkeit und Hygiene und alles Mögliche. Also ich bin ja wirklich sehr, sehr pingelig. Also nicht ultra pingelig, aber ich hab meine Vorstellungen. Die sind jetzt vielleicht nicht, die Vorstellungen sind nicht ultra pingelig, aber ich bin ultra pingelig darin, dass meine Vorstellungen eingehalten werden. Und wenn dann halt ein Haufen fremder Menschen in die Akademie kommen und die für ein ganzes Wochenende benutzen, dann wusste ich im Voraus schon, dass das alles nicht so genau laufen wird, wie ich das vielleicht eigentlich gerne hätte, aber auch gleichzeitig dann irgendwie damit klarkommen müsste, dass es dann halt so ist. Aber unterm Strich muss ich sagen, hat das eigentlich alles ganz gut funktioniert, weil das waren ja letzten Endes alles zivilisierte und liebe Leute. Aber tatsächlich war ich am Freitag, als einige davon dann auch schon kamen und erstmal bei unserem Training mitgemacht haben, erstmal, vielleicht war es auch einfach so ein gewisser, dass ich das eigentlich fast schon so wollte, dass ich die erstmal so ein bisschen argäugisch betrachte. Aber da haben mir erstmal einige Dinge von einigen Leuten nicht so in den Kram gepasst. Und dann im Verlauf des Wochenendes, das Ips, und dann im Verlauf des Wochenendes habe ich halt gemerkt, je mehr man mit den Menschen gesprochen hat und die einfach auch ein bisschen erlebt hat, so, umso mehr menschlicher wurden sie halt auch und umso mehr hat das alles gepasst. Deswegen war, also es war, es ist eigentlich überhaupt nichts Schlimmes passiert. Es ist alles total ordentlich hier. Also am Ende haben sie sogar alle noch geputzt und die Akademie ist echt in einem ordentlichen Zustand. Also morgen am Montag ist ja eh mein Putztag bei IPA. Da findet vormittags kein Training statt, weil ich da einmal den Vormittag mit Putzen verbringe. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich deutlich mehr als sonst zu tun haben werde, was halt so im Verlauf einer Woche an Dreck angefallen ist. Und das muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Ja. Generell haben mir in dieser Woche einige Dinge nicht so gut gefallen an mir. Also ich muss sagen, ich war diese Woche doch besonders an 10-Uhr-Training. Da ist es fast jeden Tag vorgekommen. Echt immer ein bisschen gereizt. Und habe das auch leider, das ist ja dann echt so eine blöde Angewohnheit von mir, oder was heißt Angewohnheit, das ist eine Charaktereigenschaft von mir, die ich auch so schnell, glaube ich, nicht ablegen werde. Die Katze ist mit ihrer Kralle irgendwo hängen geblieben und kriegt die da jetzt nicht. Okay, jetzt hat sie es geschafft. Ja, dass wenn ich halt gereizt bin, dann auch dass meine Mitmenschen spüren lasse, besonders wenn sie mir auf den Sack gehen. Und wenn mir eins auf den Sack geht, dann ist es halt unkorrektes Jiu-Jitsu. Fehlerhafte Techniken. Das Problem ist, Weißgurte haben die Angewohnheit, noch kein perfektes Jiu-Jitsu zu können. Und das ist das Normalste der Welt, dass die das halt noch nicht richtig machen. Nur im 10-Uhr-Training fällt mir das einfach so viel mehr auf, weil wir halt nicht selten nur zwischen 2 und 4 Leuten sind. Also eigentlich selten sind es mehr als 2 Paare, die gleichzeitig arbeiten. Und diese Woche war es eigentlich kein einziges Mal so, außer am Samstag. Da waren wir immer nur 2 oder 3 Leute. Also es arbeitete immer nur ein Paar. Und dann ist meine Augen sind dann ja auch nur auf dieses Paar gerichtet. Während wenn ich zum Beispiel im Abendtraining so je nachdem 6 bis vielleicht sogar 12, ja, 10 Paare irgendwie arbeiten sehe, dann gucke ich mir das eine an und wenn das da dann irgendwie nicht so gut aussieht, dann gucke ich auch zur Not mal kurz weg und schaue mir ein anderes Paar an. Und das ist halt in einem 10-Uhr-Training leider echt nicht so einfach, weil da ist einfach der Fokus ein ganz anderer. Und da ich in letzter Zeit jetzt durch mein neues Arbeitspensum halt mich da auch erst noch dran gewöhnen muss und deswegen hier und da mal ein bisschen auch überlastet und dementsprechend gereizt war, ist mir das diese Woche im 10-Uhr-Training echt also ich würde sagen, fast jedes Training vorgekommen, dass ich irgendwie so ein bisschen giftig war. Und mich deswegen auch echt bei einer Reihe von meinen Leuten entschuldigen musste, dass es mit mir nicht so einfach war. Wissen ja zum Glück auch die meisten von mir und also nicht zum Glück, die meisten wissen das von mir und zum Glück akzeptieren das auch alle, dass ich halt da meine auch ja, Schwächen habe. Nur, wann war das? Ich weiß nicht, ob das Mittwoch oder Donnerstag war. Das war wirklich, da war ich echt, da bin ich fast ausgerastet. Auch wieder wegen so einer kleinen Sache eigentlich. Und zwar
Es waren zwei Leute fürs Training eingetragen und ich weiß nicht warum, aber morgens kommen die Leute immer auf den letzten Drücker. Es ist nicht selten so, dass die Leute um 10 Uhr durch die Tür schneien, aber auch schon angezogen sind und dann direkt auf die Matte gehen und das Training starten kann. Also es ist nicht mehr so, als würde es zu spät losgehen, womit ich ja ein Riesenproblem hätte. Während abends kommen die Leute auch gerne mal eine Viertelstunde früher, so wie ich sich das meiner Meinung nach auch eigentlich gehört. Aber hey, solange wir pünktlich starten, ist mir das egal. Nur dann war das halt so, dass weil ich das halt schon so erwarte und ich ja auch sehe, wer eingetragen ist und normalerweise diese beiden Personen, die kommen immer relativ auf den letzten Drücker, hatte ich damit gerechnet, dass ich eigentlich erst um 9:58 Uhr fertig sein muss. Und dann kamen die tatsächlich um 9:55 Uhr und ich war aber noch nicht fertig. Ich musste mir noch meine Zähne putzen. Also bat ich einen meiner Schüler, ein ganz, ganz lieber junger Mann, bitte, weil die Matte war noch nicht gesaugt, ich war ein bisschen im Verzug, ich musste noch meine Zähne putzen und ich musste noch die Matte saugen. Und beides hätte ich in 5 Minuten geschafft. Und dann waren die halt nicht wie sonst immer eine Minute vor Trainingsbeginn da, sondern 5 Minuten früher. Und dann bat ich meinen einen Schüler halt bitte zu staubsaugen, weil ich mir die Zähne putzen müsse. Und das hat er auch sofort bejaht. Und dann gab ich ihm unsere beiden Staubsauger. Das hat einen Grund, warum es zwei sind. Und erklärte ihm, dass er die bitte anmachen müsse und dann also der hat diese beiden Staubsaugermodelle, das gleiche Modell, die haben drei Stufen. Und die mittlere ist die voreingestellte, die läuft, wenn man den Staubsauger anmacht, nämlich Medium. Aber Medium lohnt sich nicht. So wie unsere Matten immer also verschmutzt sind, nachdem sie gewischt sind, sind da einfach sehr viele Haare. Und die müssen halt gestaubsaugt werden. Und man muss den auf High stellen. Sonst wird die Matte einfach nicht so sauber, wie ich sie gerne hätte. Das habe ich ihm dann noch gesagt, habe ihm auch gezeigt, wo man das drückt, weil erfahrungsgemäß checken die Leute das immer nicht. Und gab ihm die in die Hand und ging dann ins Badezimmer und putzte mir die Zähne. Und da wusste ich schon, das wird jetzt nicht so funktionieren, wie ich das möchte. Und dann war es auch genauso. Ich hörte, wie die beiden Staubsauger liefen und ich hörte, wie sie beide merklich lauter wurden, weil er sie auf High gestellt hatte. Also erstmal alles gut. Und dann hörte ich auf einmal, dass einer der Staubsauger aus war. Also es wurde einfach merklich leiser. So leise, dass nicht einer weniger stark saugte, sondern einfach ausgegangen war. Und das Ding ist, ich weiß nicht warum, es muss mit meinem Asperger zu tun haben. Aber ich ertrage es nicht, wenn ein Mensch mit einem Staubsauger staubsaugt. Weil man hat zwei Hände und wir haben zwei Staubsauger. Und mit einem Staubsauger dauert es einfach eine Ewigkeit, bis unsere Matte sauber ist. Selbst mit zwei Staubsaugern ist es schon scheiße. Ich wünschte, wir hätten vier Staubsauger und zwei Menschen würden das machen. Aber da ich ja in der Regel das alleine mache und ich nur zwei Hände habe, habe ich halt auch nur zwei Staubsauger. Kosten ja auch ein bisschen Geld. Ja, was macht die Katze da unten? Ips. Und eigentlich hätte ich ja einfach nur mir meine Zähne putzen müssen. Aber nein, ich konnte es nicht ertragen, dass einer der Staubsauger ausgegangen war und die Effizienz um ja, 50% sinken würde. Also ging ich raus und fragte ihn, was los ist. Und er meinte, ja, der eine Staubsauger ist ausgegangen. Und das ist komisch, weil unsere Staubsauger sind immer an der Ladestation. Also das könnte nicht sein, dass der Akku leer war. Das könnte einfach nicht sein. Habe ich mir das kurz angeschaut und gemerkt, ja, funktioniert nicht mehr. Ja, toll. Habe ich den an die Ladestation getan und weil während wir sprachen, er auch den anderen Staubsauger ausmachte, damit wir sprechen konnten, ist ja sonst laut. Hatte er den dann halt, nachdem ich den anderen Staubsauger an die Station getan hatte und wieder ins Badezimmer gegangen bin, wieder angemacht, um mit dem einen verbleibenden Staubsauger zu staubsaugen. Was mich schon übertrieben abfuckt, aber es ging ja jetzt in dem Moment nicht anders. Besser dann mit einem als mit gar keinem. Obwohl ich tatsächlich fast schon sagen würde, ey, dann lieber gar nicht. Aber er machte das dann halt. Aber wie gesagt, er hatte den ja einmal ausgemacht, damit wir reden konnten. Und dann wieder angemacht. Und wie schon erwähnt, ist die voreingestellte Stufe dieser Staubsaugermodelle Medium. Und dann, und das hörte ich halt, während ich im Badezimmer mir bei meiner elektrischen Zahnbürste die Zähne putzte, war der nicht so laut, wie der laut sein würde, wenn er den auf High gestellt hätte, was ich ihm am Anfang gesagt hatte. Hat er also nicht gemacht.
Und dann habe ich aufgehört, mir meine Zähne zu putzen, bin hingegangen und habe wirklich, da war ich echt schon kurz vorm Explodieren, weil ich so dachte, ich hätte das einfach nicht delegieren dürfen. Nicht, weil andere Menschen das nicht hinbekommen, sondern weil ich ein solches Problem damit habe, wenn Sachen nicht effizient oder effektiv auch gemacht werden, dass ich das dann einfach lieber selbst machen würde, auch wenn es mich in dem Moment Zeit gekostet hätte, die nicht so wirklich mehr verfügbar war. Aber ich kriege dann einfach solche Anfälle, also wirklich, das ist schlimm und das ist meine Schwäche. Und es ist nicht, dass der Fehler meines Schülers, dass der das da nicht hinbekommen hat oder vergessen hat, in dem Moment, nachdem er den Staubsauger kurz ausgemacht hatte und ihn dann wieder angemacht hatte, ihn auf High zu stellen. Aber ich bin dann echt zu ihm hingegangen und habe gesagt, der ist auf Medium, ne? Ich hatte ja gesagt, dann der staubsaugt dann einfach nicht so, wie es sein muss. Also das, was du gerade machst, das bringt jetzt nichts. Und er so, ach so, ja, ich wusste das nicht. Wo ich in Klammern dachte, aber ich habe es dir doch vorher erklärt. Ja, aber ich hantiere halt auch tagtäglich mit diesen Scheiß-Staubsaugern und er halt nicht. Kann ja mal passieren, dass er das dann in dem Moment vergessen hatte oder wie auch immer, nicht wusste, dass der nur auf Medium ist. Aber letzten Endes habe ich ihm dann den Staubsauger weggenommen, habe den auch an die Ladebüchse getan und habe lieber auf einer dreckigen Matte trainiert, also dreckig im Sinne von, die war halt gewischt, aber die war halt voller Haare, als mich weiter über diese Staubsauger-Ineffizienz aufzuregen. Das ist so eine Scheiße, dass ich das nach so vielen, sag ich mal, gelösten oder bewältigten Problemen, die ich in meinem Leben hatte, das noch immer nicht hinkriege, mit solchen Dingen locker umzugehen. Es ist wirklich, ich hasse es. Ich hasse es an mir selbst. Ich muss das noch irgendwie in den Griff kriegen. Ich mache auch notfalls irgendwann in der Zukunft noch eine weitere Psychotherapie und wenn es nur darum geht, diese Autismus-Scheiße loszuwerden. Oder lernen, damit umzugehen. Bewältigungsstrategien. Das ist wirklich, also. Deswegen war das halt für mich am Wochenende echt eine große Herausforderung, hier 15 Leute zu haben, die ich nicht kannte. Und einfach darauf vertraute, dass mein langjähriger Bekannter, der übrigens auch die Dinge radikal anders macht als ich. Also er und ich sind, ich glaube, wir könnten verschiedener nicht sein. Dass ich darauf vertraute, dass er das so machen würde, wie ich das gerne hätte. Also dass es halt in meinem Sinne die Akademie, sag ich mal, behandelt wird. Und das ist geschehen. Und das hat mich dann doch echt sehr erleichtert. Ja, und dafür habe ich mich dann tatsächlich heute auch belohnt mit diesen zwei Gläsern Wein und einem sehr, sehr schönen Leseabend, wo ich aus dem einen Buch, das sind lange Kapitel, wirklich sehr, sehr lange Kapitel, drei gelesen habe und aus dem anderen Buch, das sind kürzere Kapitel, sechs. Da habe ich also immer zwei nacheinander gelesen und dann gewechselt. Denn es muss ja alles seine Ordnung haben in meinem Autismusgehirn. Ja, ich wünsche einen schönen Start in die Woche.